Heute geht es um Herders großes Bilderlexikon, erschienen im Herder Verlag bei Kerle. Ja, es gibt ja diese Muttermilchtitel, wie ich das immer nenne. Also Muttermilchtitel meint, dass das ein Buch ist, ohne das Kinder eigentlich nicht aufwachsen sollten. Und dieses Herders Bilderlexikon, das große Herder Bilderlexikon, da ist ganz wichtig, dass man unterscheidet, es gibt nämlich zwei und das ist das Blaue. Und das Blaue ist das Entscheidende, weil das Buch ist, das ich glaube hier in meinem Einzugsgebiet, also diese Rhein-Neckar-Kreis, das meistgelesene Kinderbuch ist, was es überhaupt gibt. Jedenfalls in den letzten 35 Jahren, seit ich damit on Tour bin, in meinen unendlich vielen Vorträgen, die ich gemacht habe. Warum ist es so? Ich habe ja diesen Titel Diplompädagogik und habe irgendwann mal zum Thema Lerntheorien auch wissenschaftlich gearbeitet. Und danach, als ich danach eine Prüfung gemacht habe, die ich übrigens mit Note 1 bestanden habe, also ich konnte guten Gewissens sagen, ich bin Spezialistin zum Thema Lerntheorien, da kam ich in einen Kindergarten und stellte das Buch vor und da sagte mir eine Mutter, ja Frau Hoffmann, das ist auch das Lieblingsbuch von meinem Sohn gewesen. Und dann erzählte sie mir, dass der, als er ungefähr 4 Jahre alt war, wochenlang in diesem Bild buchstäblich versunken ist. Also diese klassische Situation, wenn es plötzlich im Kinderzimmer totenstill wird und eine Mutter alles fallen lässt, um zu gucken, ob das Kind noch da ist, saß er aber wirklich buchstäblich mit Speichelfahne über diesem Bild und war völlig versunken. Und diese Mutter hat was Tolles gemacht. Sie hat ihn nämlich mitgenommen in ein Reisebüro und da haben sie geguckt, wo solche Schiffe hinfahren. Und dann brauchten sie ganz schnell ein und nach dem Atlas brauchten sie ein Buch, wo, wie, welche Leute wohnen und was die da machen und wie die Kinder spielen und was die anziehen und was die essen. Und kurz und klein, ich konnte meine gesammelten Lerntheorien über Bord kippen und habe damit gelernt, dass Lernen als Lust und Lebensgrundlage da entsteht, wo sich ein Kind in ein Thema verliebt. Heute würde man sagen, wenn die das richtig cool finden, ein Thema, dann wollen sie alles dazu wissen. Und das ist ja tatsächlich dieselbe Situation, wenn wir Erwachsenen uns verlieben, dann wollen wir von dieser Person ja auch alles wissen. Und so war das eben auch mit diesem kleinen Jungen, der sich hier in diese Schiffe verliebt hat. Aber ich habe daraufhin dieses Buch ja 1000 Mal vorgestellt oder genau gesagt 3500 Mal. So viele Vorträge habe ich nämlich gemacht im Laufe der letzten 35 Jahre, so im Schnitt 100 im Jahr. Und immer, immer war Herders Bilderlexikon dabei. Und immer wieder kriegte ich die verrücktesten Geschichten erzählt. Das allerdings ist auch eine sehr private Geschichte mit dieser Seite mit den Aquarien, weil meine wirklich sehr liebste Freundin noch ein Nachzüglerkind bekommen hat. Und das Lexikon gab es natürlich in der Familie und sie hat das schon früher gekriegt, als ich es auch bis dahin immer empfohlen habe. Ich habe früher immer gesagt, ab 3 gehört es in jedes Kinderzimmer. Aber Lea war damals erst vielleicht so 2,5 und sie verlangte von ihrer Mutter 3 Monate lang. Jeden Abend musste meine Freundin vorlesen, wie diese Fische heißen. Und ich lese das jetzt mal gerade vor, weil das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Sie heißen Argusfisch, Schmucksalmler, Gürtelbarbe, Piraya, Keilfleckenbärbling, Panzerwels, Black Molly und ganz wunderbar, das ist die Nummer 10, der Trauermantelsalmler. Und spätestens wenn ich das so vorlese, kann man sehen, was das für den Sprechapparat von Kindern bedeutet, diese wirklich komplizierten Namen auszusprechen. Lea hat sich das alles erstmal nur angehört und irgendwann ging man chinesisch essen und dann war da ein Aquarium. Lea langweilte sich mit den Erwachsenen und was die so bei Tisch besprochen haben und stolzierte zu diesem Aquarium und fing an zu benennen und erzählte, wer da so alles rumschwimmt und es wurde immer leiser im Restaurant und irgendwann kam eben dieses triumphierende Trauermantelsalmler und dann kriegte Lea Applaus und ich durfte wieder Bücher schenken, denn meine Freundin hatte mir das vorher verboten und sagte, ich hasse dieses Buch. Ich muss es jetzt seit 3 Monaten jeden Abend vorlesen und immer nur dieselbe Seite. Aber ich habe über diese Geschichte gelernt, wie Kinder Themen lieben,
Sie wollen dann alles darüber wissen. Und dieses alles kann man hier entdecken in diesem Buch. Also alle Themen erstmal, für die Kinder sich interessieren. Noch eine kleine Geschichte vielleicht, aber das ist dann eigentlich schon gut. Dieses Buch erzählt sehr hinter den Kulissen. Also zum Beispiel, es geht nicht nur darum, dass der Maulwurf den Haufen macht, sondern wir sehen dann auch im Aufriss, wie er unter der Erde seine Höhle hat und wie er seine Babys füttert mit dem riesendicken Wurm, den er da mitgebracht hat. Und so weiter und so fort. Also alles, was Kinder wissen wollen, ist tatsächlich hier in diesen großen Bildtafeln versteckt und kann herausgelesen werden und damit ins Köpfchen gelesen werden. Das war Herders großes Bilderlexikon, vorgestellt von Gabriele Hoffmann. Weitere Informationen findet ihr unter www.leseleben.de.